Ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen und hiermit das Webinar sozusagen offiziell eröffnen. Ein etwas anderes Webinar diesmal. David Rötler wird uns das Online-Workshop-Format, das gemeinsame Brainstorming und die interaktive Online-Führung und weitere andere Moderationstipps und Tricks in Webinaren erlebbar machen. Wir probieren einiges aus. Es ist auch diesmal wieder so, dass wir einen Livestream anbieten zu diesem Webinar. Der Link wird dann gleich eingeblendet von meinen lieben Kolleginnen, die auch diesmal wieder dabei sind, Martina Süßmeier und Antonia Pichler, die diesmal im Hintergrund oder eigentlich gar nicht so sehr im Hintergrund, sondern sichtbar dabei sind und mithelfen, damit das alles gut funktioniert. Es handelt sich hier um den 6. Digitalk. Digitalk ist das Online-Diskussions- und Bildungsformat zu digitalen Themen auf erwachsenenbildung.at. Das ist unser Arbeitsbereich zur digitalen Professionalisierung in der Erwachsenenbildung auf erwachsenenbildung.at. Und der Talk steht diesmal wieder im thematischen Zusammenhang mit dem EBMOOC Plus, unserem großen offenen Online-Kurs, der zu unserer Begeisterung, und wir sind da immer ganz gerührt drüber, jetzt schon 3500 Teilnehmende aus dem deutschsprachigen Raum hat. Es freut uns wirklich sehr, dass das so intensiv genutzt wird. Die Finanzierung für diese Formate kommt vom österreichischen Bildungsministerium, wofür ich mich an dieser Stelle wieder ganz, ganz herzlich bedanken darf. Mein Name ist Birgit Aschemann. Ich bin heute nur für die Co-Moderation dabei, denn die Moderation obliegt diesmal unserem Special Guest und österreichischen Webinarexperten David Rötler, den die meisten ohnehin schon entweder live aus verschiedenen Veranstaltungen kennen oder eben aus den Videos im EBMOOC Plus jetzt vielleicht seit gestern kennengelernt haben, wenn sie ihm nicht schon im Webinargeschehen längst über den Weg gelaufen sind. Und damit bin ich schon fast am Ende dieser kurzen Einführungsworte. Ich muss noch dazu sagen, der Vollständigkeit und Korrektheit halber, dass dieser Talk wieder aufgezeichnet wird und veröffentlicht wird. Und wenn Sie, dass Sie dem zustimmen, wenn Sie jetzt dabei bleiben, also Sie haben sozusagen hiermit Ihre Zustimmung abgegeben. Wenn Sie das nicht möchten, dann könnten Sie auf den Livestream ausweichen, dann sind Sie sozusagen nicht hier dokumentiert mit dabei. Es ist diesmal noch ein bisschen anders als sonst. Wir sind ja sichtbar, also das heißt, das Webinar wird veröffentlicht mit Ihren Bildern. Wenn Sie das nicht wollen, falls das irgendjemanden stört, dann bitte die Kamera ausschalten. Man muss nicht sichtbar bleiben oder eben auf den Livestream wechseln. Das ist auch eine Möglichkeit. Wir nehmen in letzter Zeit viele Sicherheitsbedenken rund um Webinare wahr, die wir selber überwiegend nicht nachvollziehen können, aber wir möchten die einfach respektieren. Das heißt, wenn Sie da Sorge haben, dann haben wir eben den Livestream oder die Möglichkeit, die Kamera auszuschalten. Es wird der Chat sowieso nicht mit aufgezeichnet, also Ihre Namen sind nur sichtbar neben den Bildchen, wo Sie sie eben selber eingetragen haben. Ja, ansonsten noch eine kleine Vorankündigung für die, die eine Teilnahmebestätigung brauchen zu diesem Webinar. Bitte bis zum Schluss dabei bleiben und ganz am Schluss eine kleine Umfrage dazu beantworten. Dann bekommen Sie für das Webinar auch sehr kurzfristig wieder eine Teilnahmebestätigung zugeschickt. Aber wir bitten Sie darum, das nur dann zu beanspruchen, wenn Sie die Teilnahmebestätigung wirklich brauchen, weil das für uns noch kein vollautomatisierter Prozess ist. Und im Rahmen des EBMOOC Plus ist eine einzelne Teilnahmebestätigung für ein Webinar nicht notwendig, um den EBMOOC Plus abzuschließen. Also den EBMOOC Plus kann man auch ohne Einzelbestätigungen abschließen. Und das war es jetzt schon mit den eher formal langweiligen administrativen Dingen, bevor wir jetzt wirklich gemeinsam ins Geschehen hüpfen. Das Geschehen wird von dir, David, sozusagen, du hast einiges vorbereitet, worauf ich mich auch schon sehr freue, weil es ein lebendiger Ablauf ist und ein gemeinsames Ausprobieren. Und ich darf einfach das Wort an dich, lieber David, weitergeben. Sehr gut. Vielen Dank, Birgit, für die netten einleitenden Worte. Ich finde es auch irgendwie super, dass so viele da sind und dass wir gemeinsam was ausprobieren können.
Kurz zu mir, Jurist eingeklammert, weil das ewig her ist, zurzeit viele Uni-Lehraufträge, die alle auch schon im Online-Format vorgesehen waren und somit da keine große Änderung erfolgen musste. Langjährige Tätigkeit in der Erwachsenenbildung und sonst selbstständig. Live-Internet steht im Fokus, aber auch so Sachen wie Virtual Reality finde ich auch ganz lustig. Ja, vielleicht das Erste, was hier läuft, ist Miro. Das verwende ich jetzt mittlerweile irgendwie als alternative Whiteboard-Geschichte, aber dazu dann ein bisschen später mehr. Das werden wir dann auch ausprobieren. Für den Start haben wir uns gedacht, dass wir uns, ich meine, für eine Vorstellungsrunde ist das irgendwie alles ein bisschen groß mit 180 Personen. Wir haben gedacht, dass wir so eine Landkarte mit unseren aktuellen Aufenthaltsorten beschreiben könnten. Das hier war kürzlich ein ganz internationales Webinar. Ich bin gespannt, wie international und wie weit verbreitet wir heute werden. Ich habe ganz bewusst jetzt nicht alles perfekt vorbereitet, sondern will eben auch zeigen, wie kommt man, welche Schritte sind notwendig, damit man da hinkommt. Wahrscheinlich kennen viele schon Padlet als irgendwie sehr, sehr gutes Tool, um Pinnwände zu machen für Vorstellungsrunden. Und bei Padlet gibt es auch eine Möglichkeit, dass man eine Karte erstellen kann. Und ich erstelle jetzt mal so eine Karte. Da müssen wir ein bisschen das Mikro wegnehmen. Hier kann man dann aussuchen, welchen Stil die Karte haben soll. Ich nehme mal hier so was ganz Normales und Übersichtliches und wir können sagen, Karte für EB-MOOC. Genau, der Untertitel, finde ich, der passt mir jetzt ganz gut. Dann kann man auch noch zulassen Kommentare und man kann Likes auch noch zulassen. Und dann ist die Karte eigentlich fertig angelegt. Und man kann beginnen, was zu posten. Und zwar das Posten funktioniert so, dass man hier oben auf den Stift draufklickt und dann kann man den Pin ziehen, da wo man gerade ist. Und ich bin in Salzburg, in Österreich und dann kann ich schreiben David. Und ja, weil ich das schon so oft verwende, habe ich schon Fotos da fertig draufgeladen. Also wer will, kann auch das Foto dann dort drauf pinnen. Und jetzt probieren wir das einfach mal aus. Genau, der Stift, also dieses Plus ist dann hier rechts oben und dann kriegt man den Pin für die Karte. Ich gebe jetzt allen einfach mal irgendwie ein, zwei Minuten Zeit, das zu probieren. Man muss zurzeit den Link leider aus dem Chat rauskopieren. Man kann gerade nicht draufklicken, aber ich glaube, das sollte zu schaffen sein. Birgit, soweit okay? Ja, soweit okay. Ja. Vielleicht sagen wir noch einmal dazu, also es ist natürlich jetzt der Link im Chat. Ich weiß nicht, ob alle das gewohnt sind, in Zoom jetzt sich den Chat zu suchen, obwohl jetzt dein Bild eingeblendet ist. Wenn es da Probleme gibt, bitte einfach nochmal nachfragen, dann erklärt David das in langsamen Schritten nochmal genau. Ich muss jetzt unbedingt auch das Bild einblenden, weil das ist so hübsch, wie sich da die Karte entwickelt. Also mein Bild werde ich jetzt mal ausblenden. Wow. Da die Pins auf die Karte kommen. Klar, bei fast 200 Teilnehmern dann tut sich dann da schon was. Genau, ich glaube, das müssen wir nochmal langsam erklären. Genau, also der Pin, man muss klicken auf dieses Plus hier oben und dann kann man drag and drop this Pin, also diese Stecknadel, die virtuelle, holt man sich dann und das mache ich jetzt nicht. Man kann sie irgendwo
und kann sie irgendwo hinsetzen. Und ich denke, was wir auch Schönes gesehen haben jetzt, also wenn man sich so Zeit nimmt dafür und ein bisschen Musik einspielt, ist es natürlich eine nette Atmosphäre für so eine Art der Arbeit. War es für alle klar genug? War man zu schnell? Gibt es noch Fragen dazu? Mir hat's gepasst. Super, gut zu hören, weil wir sind ja 188. Ja. So viele Nadeln habe ich noch gar nicht gesehen. Gell? Ich habe jetzt auf die Karte bekommen. Bei mir ist es, ich bin zwar auf dem Padlet, aber ich kann leider die Karte nicht sehen. Also der Hintergrund ist hellblau. Mhm. Nochmal laden dann. Ich hatte das Problem auch und habe jetzt auf einen anderen Browser gewechselt. Sehr gut. Dort funktioniert die Karte, das ist... Sehr gut. Also, hat aber auch das neue Laden nicht geholfen, erst der Wechsel zum Browser. Also aktueller Browser wäre gut. Welcher Browser hat sich bei euch bewährt jetzt? Chrome hat sich bewährt, gell, bei mir auch. Mhm. Ich habe den Firefox. Also ich habe es mit Firefox nicht geschafft und mit Opera schon. Sehr gut. Okay. Firefox ist es nicht gegangen, aber mit dem Safari, bin mit dem Apple drin, ist es nicht gegangen. Ah ja. Sehr gut. Ich habe jetzt eine Frage an das große Plenum hier. Und zwar, jetzt kann man diese Karte natürlich einsetzen, um zu sehen, wo sind wir alle? Was haben Sie für Ideen? Was habt ihr für Ideen, wie man sowas in der Bildungsarbeit noch einsetzen könnte? Einfach mal in den Chat. Gibt es irgendwie spontane Ideen? Was kann man mit dieser Landkarte vielleicht machen in der Bildung? Ja, Kennenlernspiel, Geburtsort, Reiserouten, Sprachunterricht. Mhm. Ja, Teilnehmende stellen die Heimat vor, Herkunft von Produkten für die Küche. Genau, man kann ja Fotos dann dazu stellen zu dem jeweiligen Ort von Gerichten. Also die Salzburger Nockerln könnte ich jetzt auf Salzburg reinposten. Mhm. Lieblingsurlaubsort der Länderkunde, super. Lebensorte. Okay. Darf ich die Karte nochmal sehen? Genau, ich blende die Karte nochmal ein, auch für unsere Aufzeichnung. Ich tue mal raus scrollen, ob wir irgendwas. Naja, wir bleiben europäisch, aber das ist ja auch schön. Im Chat kam die Frage, dass das mit dem Reinzoomen nicht geklappt hatte. Das war bei mir genauso. Der sprang immer wieder raus. Ist das normal oder liegt das einfach? Man kann hier unten zoomen und vielleicht gehört einfach auch ein bisschen irgendwie ausprobieren dazu. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Migrationsbiografie, Stimmungsbefragung. Aha, tief im Tal oder auf der Bergspitze, die Traumreise. Super. Ja, tolle Ideen. Ich glaube, Reise ist ein gutes Stichwort, oder Birgit? Wir machen absolut die Reise. Wir machen eine kleine Reise, oder? Eine Reise bis vor die... Eine ganz kleine Reise, bis vor die Haustür. Aber sie ist ein Beispiel dafür, wie man auch größere Reisen in Webinaren gemeinsam machen könnte. Auch wenn sie jetzt nur bis vor die Haustür führt. Genau. Ich versuche mich jetzt mal groß in den Vordergrund zu holen. Vielleicht auch noch eine Spielerei. Ich tue gerne mit mehreren Kameras arbeiten. Und hier kann man jetzt schon in den Garten reinschauen. Das ist also ein Live-Bild. Vielleicht kommt auch gleich die Katze vorbeigelaufen. Die andere Möglichkeit ist, man kann mich auch hier von hinten sehen. Also ich habe hier eine Möglichkeit mir geschaffen, mit der ich unterschiedliche Videokameras hier einschalten kann. Und ich werde jetzt gleich dann mit der ganzen Gruppe in den Garten gehen. Und ich zeige auch wieder, was man dazu tun muss für die Vorbereitung. Das eine, was sinnvoll ist, ist ein Smartphone, also ein mobiles Gerät. Mit dem werde ich mich jetzt gleich mal auch in Zoom anmelden. Ich werde hier starten, nochmal unseren Online-Raum.
habe ich das, genau, jetzt habe ich es gedreht. Jetzt bin ich hier nochmal zu sehen und ich kann, in der anderen Richtung könnte ich jetzt weiter scrollen. Das dauert jetzt aber lang, bis ich dann 180 oder sind wir schon noch mehr gesehen habe. Also das ist ein bisschen schwierig am Smartphone, aber das Smartphone ist jetzt live auch in unserer Videokonferenz. Jetzt ist der Nachteil, das wackelt ziemlich. Also ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Nein, nicht sehr. aber deshalb nehme ich besser, das ist ja ein Gimbal. Kennt das jemand? Hat sowas jemand? Ein Gimbal ist ein Gerät, das es mir ermöglicht, dass das Smartphone dann nicht so wackelt. Genau, man kann tatsächlich gleichzeitig mit zwei Geräten eingeloggt sein. Das ist gar kein Problem. Ich darf nur den Ton jetzt noch nicht einschalten. Also das ist ganz richtig. Also ich muss warten, bis ich vor der Tür bin. Dann werde ich den Ton aktivieren. So, und jetzt ist ein bisschen eine kurze Bastelarbeit, weil ich muss dieses Smartphone jetzt in dieses Gerät hier reinstecken. So, ist geschafft. Und der nächste Schritt ist natürlich, man muss das Teil auch noch einschalten. Dann hat sie es jetzt schon gedreht. Nochmal gedreht. Und jetzt werde ich Folgendes tun. Birgit, du musst vielleicht jetzt dann irgendwie eine halbe Minute oder so überbrücken, weil ich jetzt mal hier den einen Ton ausschalte und den anderen anschalte und mich dann auch wieder groß in den Vordergrund hole. Also es dauert jetzt einen kleinen Moment. Ja, ich überbrücke diese Zeit sehr gern. Ich denke, es ist einfach eine tolle Gelegenheit, jetzt mit den Teilnehmenden rauszukommen, vor die Tür zu gehen, sich draußen irgendwo zu treffen. Wenn man so einen Smartphone-Zugang mit Gimbal auch verwendet, Sie werden gleich sehen, es wackelt nicht, dank des tollen Gimbal. Wir gleiten jetzt dann gleich sozusagen durch Davids Garten oder draußen vor der Tür herum. Ja, genau. Auf die Weise kann man ja... Ich muss mich jetzt nur noch finden. Also erstmal bin ich jetzt auch schon durchs Smartphone zu hören. Ah, da bin ich. Moment, da bin ich. Und du hast da gleich schon eine Frage beantwortet, sozusagen implizit und nebenbei, die im Chat aufgetaucht ist. Wie kann ich denn mit zwei Items teilnehmen? Martina hat das auch schon im Chat betont. Ja, das ist kein Problem, mit zwei Items, also mit zwei Geräten teilzunehmen. Nur man sollte eben nur bei einem den Ton einschalten, weil sonst hat man ungute Toneffekte herinnen. Ja, also jetzt werde ich über das Smartphone gehört und man sollte auch irgendwie nach Möglichkeit groß sehen, mein Setup. Ja, die bisschen viele Mikrofone, bisschen viele Computer, nein, Bildschirme. Jetzt gehe ich raus, oder? Alles gut, ja, soweit? Bestens. Ja? Okay, das Einzige, was jetzt passieren kann, ist, dass mal kurz die Verbindung abreißt, weil ich dann vom WLAN ins öffentliche Internet wechseln werde. Ja? So, wir sind schon ganz schwindlig. Schwindlig. Schwindlig werden. Gut, also jetzt sind wir... Jetzt ist die Verbindung kurz einmal abgerissen beim David, aber er wird gleich wiederkommen. Ja. Also sein Gerät wird gleich wieder den Internetzugang gefunden haben. Inzwischen können wir uns an dem schönen Standbild da erfreuen, draußen. Man hört dich schon wieder, David, aber noch abgebrochen. So, jetzt bin ich da, oder? Jetzt sollte es gehen. Bestens. Sehr gut. Also hier ganz wichtig, ein Dreirad. Okay, also es ist jetzt nicht besonders aufregend hier. Ich spaziere jetzt einfach ein kleines Stück durch die Landschaft. So, ich muss das hier drehen. Die einzige Sehenswürdigkeit, die es hier gibt, ist dieser VW-Bus. Nein. Aber David, wenn ich kurz aus dem Chat berichten darf, da schreibt Katharina, ich habe schon seit über einem Monat kein Gras mehr gesehen. Wir dürfen hier in Frankreich raus, nur 1 Kilometer. Oh je. Also ich glaube, das hat schon eine besondere Bedeutung, wenn man jetzt in diesen Zeiten mit Teilnehmenden in Bildungsveranstaltungen draußen unterwegs sein kann. Ja, genau. Also ich bin ja in Salzburg zu Hause und vielleicht, nein, es kommen ganz sicher auch Teilnehmende aus Salzburg und wir machen jetzt ein Quiz. Wer kennt diesen Berg? Wer hat es zuerst im Chat? Geisberg? Ja, bravo. Nein, das ist der mit dem Fernsehturm. Genau.
Also ganz viele haben es richtig. Nein, nein, nicht der Mönsberg. Der Mönsberg ist mehr im Zentrum. Wir sind hier doch eher am Stadtrand. Ja, so schaut es hier aus. Ja. Kann man sich vorstellen, was man damit noch alles tun kann? Also ich hätte jetzt gern im Chat ein paar Ideen, was dort jetzt auch im Bildungskontext natürlich denkbar wäre. Denn Bildung kann ja ganz vieles sein, Erwachsenenbildung sowieso. Ja, Stadtrundgang, Laborbesuch, Museumsführung, Vernissage, virtuelle Exkursion. Super. Super. Waldbesuche. Ja. Naturlehrpfade. Ja, also wir haben zum Beispiel Kollegen, Kolleginnen vom Ländlichen Fortbildungsinstitut in Österreich, LFI, die gehen in den Wald und auf die Wiese und zeigen dort. Also zeigen nicht nur, sondern sie machen irgendwie Schädlings, Borkenkäfer. Ja, war man so gut. Borkenkäfer, aber Fischereikurse. Ja, konsumkritische Stadtführung. Wow, da kommen ja viele Ideen. Es kommen ganz viele tolle Ideen, die schon in die Richtung gehen, gell? Was du ja zum Teil selber machst, David, und was wir auch schon von anderen Anbietern kennen. Es kommen auch ein paar Fragen dazu, was ist, wenn da jetzt jemand vorbeigeht oder vorbeifährt und wenn man die Person erkennt. Das war jetzt, glaube ich, viermal. Ja, genau. Was macht der ORF dann? Was macht der ORF, wenn es irgendwo einen Fernsehbericht gibt und da läuft hinten wer vorbei? Der bleibt. Ja, pixeln, wirklich? Nein. Ist ja kein Problem. Also ich sehe da kein Problem. Wir sind hier in der Öffentlichkeit, also jetzt auch im Garten. Ja, Pech gehabt. Läuft durchs Bild. Der Aufzeichnung, kein Problem. Pixeln. Nein, warum in der Aufzeichnung? In der ORF-Mediathek kann ich sehen aus der Stadt oder von irgendwo wird berichtet und da laufen Leute durchs Bild. Mhm. Ja, sehe ich kein Problem. Okay, irgendwo haben wir ein bisschen jetzt ein... Gut, ich gehe, glaube ich, wieder mal rein, wenn das okay ist. Mhm. Ja, mit Autokennzeichen ist ein bisschen persönlicher, aber wahrscheinlich werden die auch nicht verpixelt. Ich weiß es nicht genau. In der Live-Situation erstmal nicht, in der Aufzeichnung vielleicht schon. Ja, also Patienten müssen natürlich aufpassen, ist nochmal was anderes. Sicherlich einen Unterschied gibt, ob die Person eben erkennbar ist, ob es eine Porträtaufnahme wäre, beiläufig, aber wir sprechen beiläufig im Hintergrund. Personen, die beiläufig im Hintergrund sind und die nicht erkennbar sind, ja. Da ist kein Problem gegeben. Und ob gestreamt oder nicht, das ist genauso, ob wir im Fernsehen sind oder nicht. Gut. Klar, rechtliche Fragen gibt es immer. Ich schalte das jetzt wieder aus und komme wieder ganz normal zurück. Es dauert jetzt ein paar Sekunden. Das ist einfach toll. Das sind die vielen Möglichkeiten, die man damit in der Gestaltung hat, oder? Man kann eigentlich Teilnehmerinnen, Teilnehmer überall hin mitnehmen und an Orte, die man besuchen möchte, gemeinsam, wo es was zu sehen gibt. Man könnte auf die Weise sozusagen einen Botanik-Lehrpfad machen und Dinge in einem großen Detail aus der Nähe betrachten, die man so gar nicht so leicht zeigen könnte. In einer echten Museumsführung ist es nicht so leicht, so weit nach vorn und an die Objekte heranzukommen, wie auf diese Weise mit dem Handy. Okay, wie schaltet man zwischen PC und Handy um, ist die Frage. Wie ist das gemeint? Also ich habe einfach das Handy als zweites Gerät jetzt eingeschaltet und den Ton beim PC deaktiviert. Also man schaltet nicht um, man schaltet nur einfach bei dem einen Gerät den Ton ein und bei dem anderen aus. Ich habe jetzt das Handy ausgeschaltet und bin jetzt wieder am PC. Und trinke jetzt einen Schluck Kaffee. Ja, es kann beides gleichzeitig laufen. Genau. Du warst ja vorher schon zweimal drin. Ich glaube, David, du bist jetzt dreimal drin sogar, gell, im Meeting. Nein, ich bin einmal drin. Also zweimal. Ich bin einmal drin. Also jetzt einmal eher mit als David Rödler, genau. Ja, ich bin einmal da. Gut, weil vorher habe ich die schon zweimal gesehen. Passt.
Das ist auch eine gute Idee, sonst für die Öffentlichkeit geschlossene Räume exklusiv zeigen. Muss ich mit dem Link in die App, genau, ja. Mhm. Und du als, genau, also ich kann ein bisschen Bildregie machen. Also ich kann mich dann selbst in den Vordergrund schalten. So dass ich dann, weil wir haben so viele Bilder jetzt, dann wäre das sonst unübersichtlich auch. Genau, ein Gimbal nennt sich ein Gerät. Das hat, also dieses Teil, das ich da gehabt habe, muss ich mal zeigen. Das hat Elektromotoren eingebaut und so Lagesensoren oder alles Mögliche an Technik. Und das kostet 100 Euro. Und genau, das habe ich gar nicht genau gesagt. Also die Idee ist, dass das Bild stabil ist. Weil sonst würde ich ja so viel wackeln. Und so habe ich ja halbwegs, glaube ich, ein ruhiges Bild dann. Ist auch praktisch, wenn man einfach ein Video machen will. Eine Videoaufnahme. Das ist gar nicht so fortgeschritten. Möchtest du was sagen dazu über die Kosten, weil da diese Themen sozusagen gerade im Chat auftauchen und über das Datenvolumen, das da notwendig ist und sowas? Also es kann maximal für eine Stunde Online-Meeting ist ein Gigabyte an Daten. Beim Smartphone wird es sicher reduziert, da ist es sicher nicht so viel. Also vielleicht 100, 200 Megabyte sollte man schon rechnen, dass man verbraucht. Aber also das ist kein Problem, wenn man mal unterwegs ist und teilnehmen will oder unterwegs eben sowas live berichtet. Ein Vergleich von verschiedenen Online-Tools ist da eine Frage. Damit sind wahrscheinlich Videokonferenz-Tools gemeint. Ist das richtig, Pia? Ja. Weil wenn das nämlich Videokonferenz-Tools sind, dann würde ich auf unser Video verweisen wollen, das wir dazu gedreht haben, und würde meine Kolleginnen im Hintergrund bitten, den Link zu unserem Vergleichsvideo einzublenden und in den Chat zu stellen. Wir haben ja genau dazu. Ja, super, danke Martina. Es gibt schon drei Links dazu. Genau, also das möchte ich ganz kurz abhandeln. Harald fragt hier, aber er macht eher ein Smiley dazu. Nein, gut, da brauche ich jetzt nicht reagieren. Das war mit Smiley. Die Birgit weiß, ich bin nämlich heute ein bisschen geladen. Wir haben uns heute schon mal gesehen und wir, David und ich, bekommen in letzter Zeit ganz, ganz oft eine gleichlautende Frage gestellt, nämlich ob Zoom nicht eine Datenschutzkatastrophe ist. Und nachdem wir diese Frage schon so oft beantwortet haben, sind wir schon langsam böse. Ich kann ganz in Ruhe auch nochmal darauf eingehen, wenn sie wirklich ernsthaft gestellt wird, dann gehe ich drauf ein. Ja. Gut, ja. Was machen wir als nächstes, Birgit? Ihr stellt einmal bitte in den Chat die diversen Links, die über die Datenschutzprobleme oder nicht ernsthaften Probleme verweisen, damit alle die das jetzt so ganz, ganz prioritär beschäftigt, einfach nachlesen können. Genau. Lieben Dank, Martina, da kann man sich einfach ganz aktuell und neu informieren. Und ansonsten würde ich sagen, es gab jetzt ein bisschen Fragen im Hintergrund, es ist schon sehr viel fortgeschrittener. Ein anderer Teil, glaube ich, unserer Gruppe fühlt sich sehr wohl mit dem, was wir da sozusagen für Fortgeschrittene auch machen. Mhm. Wir könnten ja einmal die Formateübersicht von dir auch einblenden. Wir haben im EBMO Plus ja verschiedene Formate vorgestellt, die man mit Videokonferenz-Tools machen kann in der Erwachsenenbildung. Du hast eine eigene, noch erweiterte Sammlung von Formaten. Wir könnten uns diese Sammlung einmal anschauen, und wenn du da auch groß reinzoomst auf die Formate, dann könnten wir mal schauen, was man denn alles jetzt sozusagen machen kann mit Videokonferenztechnologien. Danke. Ich finde es super. Also danke, Pia, das beantwortet die Frage auch schon zu einem Teil ganz gut. Wir schauen uns jetzt mal die Formate an, aber. Also das Simpelste, aber mühsamste für die Videokonferenz ist irgendwie 80 Minuten Vortrag und keine Fragen wahrscheinlich. Dann sind alle müde oder sind schon längst beim Beantworten von E-Mails oder surfen irgendwie rum. Online-Workshop ist vielleicht so etwas Ähnliches, was wir jetzt haben, wo wir irgendwie sehr interaktiv uns bestimmte Dinge anschauen. Klar ist, man kann auch super Podiumsdiskussionen online machen. Da bietet Zoom übrigens eine Variante an, die wirklich für Online-Podiumsdiskussionen sehr geeignet ist. Ich zeige kurz, wie das ausschaut. Das hier wäre der Online-Podiumsdiskussion.
Podiumsdiskussionsraum. Da ist es nämlich so, da kann man sehr, sehr viele, in dem Fall waren es 400 Menschen im Hintergrund haben, die also nicht einschalten können, Ton und Bild, sondern die dann die Möglichkeit haben, über so ein Frage-Antwort-Tool oder über den Chat zu reagieren und zu interagieren. Und das Tolle ist auch, der Chat kann dann gewotet werden. Oder das, was in diesem Frage-Antwort-Tool reinkommt, wird gewotet und rückt dann nach oben. Und so kann man auch sehr dynamisch dann mit großen Gruppen arbeiten. Das ist wirklich eine ganz spannende Sache. Dann ist klar, Beratung ist auch ein Bildungsthema, Coaching, Lernbegleitung. Virtuelle Messe finde ich auch ein nettes Format. Da kann es darum gehen, dass also mehrere Zoom-Räume, genau, das ist die Webinar-Funktion von Zoom, so nennt sich die, für diese Podiumsdiskussionsformate. Virtuelle Messe kann so aussehen, es gibt also viele Zoom-Räume und jeder Zoom-Raum ist ein Messestand oder ein Tisch, bei dem irgendwas präsentiert wird. Online-Barcamp ist mein aktuelles Lieblingsformat. Vielleicht könnt ihr reinposten den Link zum EB-Camp. Mitte Mai, jetzt bald, gibt es ein Online-Barcamp, digitale Formate in der Erwachsenenbildung. Also das schließt thematisch sehr gut an den EB-MOOC an. Barcamp bedeutet, dass das Programm von allen Beteiligten erstellt werden kann. Also nicht so wie heute, wo irgendwie bekommt man mich vorgesetzt, sondern Barcamp bedeutet, alle, die da sind, dürfen sich selbst aufs Podium setzen oder Wünsche äußern und dann wird abgestimmt und das Programm gemeinsam gestaltet. Und ich finde das ganz super und lässt sich wunderbar online umsetzen. Also wer Lust hat, da teilzunehmen, ist in rund 3 Wochen. Speed Dating. Genau, ich glaube, wir probieren auch noch die Arbeitsgruppen aus, oder, Birgit? Unbedingt. Haben wir vorgesehen, da machen wir Speed-Dating in den Arbeitsgruppen. Dann digitale Vernissage. Das ist, man geht durchs Museum, schaut sich Kunstwerke an, in dem Fall was eine Online-Ausstellung, die wird hier präsentiert und hier sieht man das Publikum. Und dann ist das Schöne, dann wird auch gefeiert. Ups, da muss ich jetzt noch drauf finden. Ich bin noch nicht so ganz fit mit diesem Präsentationstool. Ich zeige mal kurz, wie dann die Feier aussieht. Ja, kann man sich vorstellen, da wird angestoßen. Sekt getrunken. Ja, was habe ich hier noch? Exkursion hatten wir, glaube ich, gerade ganz gut erlebt. Spannend finde ich Online-Coworking-Space. Ja, wo wir jetzt alle im Homeoffice sind und irgendwie so ein bisschen die Atmosphäre beim gemeinsamen Kaffee in der Pause geht uns ab. Jetzt kann man überlegen, wie kann man online auch solche informellen Begegnungsformen schaffen. Wer hatte schon mal gehört von Working Out Loud? Das passt auch irgendwie in den Zusammenhang. Kann man mal in den Chat eingeben? Ist jemand Experte für Working Out Loud oder für LernOS? Ja, Stefanie macht gerade einen Circle. Stefanie, magst du ganz kurz berichten? Ja, hallo. Hallo. Ich weiß nicht, vorhin war ich nicht eingeschaltet, jetzt sehe ich mich selber nicht, weiß gar nicht, aber man hört mich, glaube ich. Es funktioniert sehr beides, gut. Beides, alles gut. Perfekt. Ich habe das tatsächlich vor 2 Wochen begonnen und ich arbeite auch im Beratungskontext von Unternehmen, Weiterbildungsträger. Wir haben so Betriebe, Projekte und wir wollten einfach was Neues ausprobieren, um gegebenenfalls in unserer Organisation intern neue Lernprozesse zu starten. Und the Working Out Loud, da trifft man sich mit 4 bis 5 Personen und setzt sich jeder ein Ziel, frei wählbar, man muss nicht zusammen, man muss sich nicht kennen und tauscht sich dann man trifft sich für 12 Wochen einmal die Woche für 1 Stunde und das machen wir momentan halt über Online-Videos, Online-Tools und genau, und auf kleinen Schritte bearbeitet man diese Ziele und viel zum Netzwerken und aktivieren, wie kann ich mein Umfeld da
Genau. Also es geht ums gemeinsame Lernen. Das gemeinsame Lernen, neue Lernprozesse. Mhm. Genau. Ja. Sehr gut, danke. Danke, Stefanie. Bitte. Ja. Lean Coffee ist ein bisschen was, kennt das jemand? Lean Coffee ist irgendwie unstrukturiert, aber dann doch irgendwie Struktur, also dient auch so dem informellen Austausch und dem informellen Lernen. Und ähnlich wie ein Stichwort, nämlich, das habe ich heute auch schon mit Birgit in unserer Diskussion, Social Workplace Learning wäre das. Also man ist am Arbeitsplatz, aber man lernt nicht für sich alleine. Ja, wir sind ja alle irgendwie im Berufsleben, die meisten. Aber wir lernen nicht alleine aus Büchern oder sonst woher, sondern gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen. Und ein Format kann auch sein, Lean Coffee, das ist so ähnlich wie ein Mini-Barcamp. Dauert dann vielleicht eine Stunde und dient eben auch dem Austausch und dem Voneinanderlernen. Gut. Ja, wichtig für mich, weil das hier schon, sage ich nochmal, ist natürlich auch immer, dass es Spaß gibt in Videomeetings und diesen Spaß irgendwie noch verfeinert hat dieses Projekt. Da kann man nämlich ein Lama mieten, das dann in ein Zoom-Meeting kommt und für Unterhaltung sorgt. Also das ging jetzt gerade durch die Medien, das übrigens. Harald schüttelt den Kopf, aber ich finde es erstmal ganz lustig. Also auf jeden Fall eine gute Geschäftsidee. Man muss vielleicht auch dazu sagen, die Dinge, die wir da vorstellen, die sind schon auch jetzt so ein Stück weit auf eine Situation bezogen, wo wir uns einfach, wo wir uns auch schwer tun, uns zu begegnen, wo wir schon auch erleben, dass teilweise die Stimmung recht gedrückt ist und dass man teilweise. Also wir bringen da vielleicht ein bisschen mehr Spielerisches ein und ein bisschen, ja, einfach ein paar Aspekte, die wir jetzt sonst nicht so in den Vordergrund stellen würden, die einfach diese Situation auch speziell entsprechen, ja. Es war vorher so die Frage, was mache ich denn mit Speed-Dating im Bildungskontext, ja, oder was mache ich mit einem Lama, ja, also da geht es schon auch darum, so wie kann ich denn sozusagen die Heiterkeit und auch die Begegnung und den Kontakt ein bisschen ersetzen, wenn das jetzt draußen nicht so möglich ist, wie wir das gewöhnt sind. Also das mit den Katzen hat immer super funktioniert, hat wirklich für Gruppendynamik gesorgt und für persönliche, da die Katzen, die sind nicht die ganze Stunde dann da, sondern die sind 3 Minuten da. Genau, Katzen gehen immer. Wir sind ja bei den Formaten gerade gewesen. Was fällt euch, was fällt Ihnen ein noch an Formaten, die irgendwie spannend wären mit dieser Infrastruktur? Ja, wir sind hier 200 Leute und wir sehen uns, wir sprechen miteinander. Was kann man da noch alles machen? David, wollen wir das vielleicht in den Gruppenräumen diskutieren? Sollen wir dafür in die Gruppenräume gehen? Das wäre doch eine gute Möglichkeit. Dann haben wir es nochmal persönlicher, ja. Mhm. Dann haben wir es nochmal persönlicher. Ja, also Formate in Gruppenräumen. Und wir machen, wie viele Gruppen sollen wir dann machen? Wir machen 40. Ja, 40. Wir machen 40 Gruppenräume. Und in jeder Gruppe sind, nein, wir machen ein bisschen weniger. In jeder Gruppe sind 5 bis 6 Teilnehmende. Ja, unglaublich, 37 Gruppen. Wie lang schlägst du vor, Birgit? Machen wir das Ganze? Also ich würde schon sagen, dass wir 10 Minuten uns geben, ja, und gut. In den 10 Minuten auf 2 Dinge schauen. Ja. Das eine ist, was fällt euch oder Ihnen an Anwendungsmöglichkeiten vor? Ein dazu, also was könnte man denn noch machen, was im eigenen Bildungskontext, im eigenen Wirkungskreis sinnvoll wäre? Und das zweite ist, welche Fragen gibt es, die wir jetzt da einfach weiter diskutieren sollten, Fragen an uns. Und diese beiden Dinge bitten wir euch oder sie in diesen Gruppen zu sammeln und nach 10 Minuten schalten wir wieder alle ins Plenum und bitten dann, so wie wir das jetzt auch in einem Präsenzformat machen würden, dass man eine Person dann ihre Ergebnisse auch vorstellt und wir werden dann zeigen, wie man das mit Post-its vorstellen könnte, als hätten wir da ein Flipchart, wo man Post-its draufklebt. Ja, das kommt dann. Noch nicht, kein Spoiler, sorry. Aber wichtig ist, dass man mitschreibt, ja, und dass eine Person das dann auch vorstellen kann. Also was gibt es für Anwendungsmöglichkeiten noch und welche Fragen sind jetzt offen, die wir behandeln sollen?
Super. Also wir machen jetzt 37 oder ungefähr Gruppen, Kleingruppen. Und nach 10 Minuten sind alle wieder da. Viel Spaß. Ja, also das ist immer ein wunderbarer Moment, wenn dann alle wieder zurückkommen. Ja. Hallo allerseits. Hallo. Hallo. Ich habe eine Frage, eine kurze, wenn wir alle zurückkommen. Ja. Du hast ja eben auch eine Kamera gezeigt, die nach draußen gefilmt hat. Mhm. Wie hast du die denn eingebunden? Wie hast du da das Bild gewechselt? Mhm. Genau, das ist ein Videomixer. Videomixer. Ein Videomixer, an dem kann man dann mehrere Kameras anschließen und das mit USB dann in dem steckt in dem Computer. Ja, Atem Mini heißt das Teil. Okay, Atem. Wie Atem, ja, wie Atem. Ah ja. Super, wie war es denn in den Gruppenräumen? Super, ganz spannend. Ja. Mal näher kennenzulernen. Wir haben das ganz spontan direkt organisiert. Haben gesagt, okay, 10 Minuten fangen wir an und haben uns aber auch ein bisschen vorgestellt, was mir persönlich jetzt irgendwie ganz wichtig war und auch für den Austausch jetzt so wichtig war, ne? Wer arbeitet wo, wer macht was und eine sehr schöne Sache. Ja, Speed Dating. Ja, eben Speed Dating, ja. Ja, wir haben das auch für uns erstmal in der Gruppe genutzt, um uns vorzustellen. Und für uns waren so Sachen wie Technikaffinität des Moderators, aber auch der Teilnehmer ein großes Thema, wie man das hinbekommt, erstmal zu wissen, ja, was für eine Technikaffinität haben die Teilnehmer, wie kommen die damit klar, wie schnell oder wie langsam sind die. Dann aber auch, wenn man Aufgaben verteilt, die Verbindlichkeit, dass die Aufgaben auch gemacht werden, auch selbst in kleineren Gruppen, dass es schwierig ist, im Gegensatz zu Präsenz. Präsenzseminaren und wir fanden es ganz toll, diese Kleingruppe. Also wir waren jetzt alle ganz geflasht, kannten das auch noch nicht in der Form und dass es wirklich sehr gut geklappt hat, in so Kleingruppen zu arbeiten. Und ja, da würde ich mich anschließen aus unserer Gruppe. Ich war mit Angrit und Eva in einer Gruppe, dass wir uns auch vorgestellt haben, dass wir es auch klasse fanden, in einer kleineren Gruppe miteinander zu arbeiten, weil so große Gruppen ja einfach dann auch anstrengend sind, weil so wenig wirkliche Response da ist. Und also Breakout-Rooms, klasse. Dann haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, was aufgrund unseres Tuns, was virtuelle Tools angeht. Und es ist auf jeden Fall sozusagen eine Herausforderung, auch quasi das kinästhetisch zu gestalten. Also ein bisschen mehr Lebendigkeit reinzubringen, weil ich arbeite jetzt seit ein paar Wochen, versuche ich mich da auch reinzufuchsen in diese Themen. Und mir fehlt so ein bisschen der Körper. Auch wenn ich ihn sehe, wenn ich eine Beratung mache oder auch eine Einzelberatung, geht es noch besser. Aber mir fehlt einfach das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber diese körperliche Erfahrung mit dem Klienten oder mit der Gruppe in einem Raum zu sein. Ja. Wie kriege ich das hin zum Beispiel, dass ich... Gut, kurze Antwort und dann machen wir noch einen kleinen Schritt weiter, nämlich Zusammenfassung der Ergebnisse nochmal auf eine andere Art. Wir sind ja wirklich super viele. Ja? Wenn jetzt aus 40 Kleingruppen berichtet wird, dann ist unser Webinar oder unser Meeting zu Ende. Aber Kirsten, super, vielen Dank für den Bericht. Und ich möchte eine Sache zu dem Körperlichen sagen. Das lässt sich in Virtual Reality halbwegs abbilden. Da hat man wirklich das Gefühl, dass andere körperlich präsent sind mit mir. Ja, mit VR-Headset. Aber das ist ein anderes Thema, nicht unser heutiges Thema. Aber total spannend, weil eben in Virtual Reality, genau, Mozilla Hubs, könnten wir zum Schluss ausprobieren. Auch eben diese Interaktion und Kommunikation ermöglicht. Also man kann miteinander sprechen. Jetzt mache ich zwei Dinge. Das eine ist, ich zeige nochmal, wie man die Breakout-Groups anlegt. Das ist nicht kompliziert.
aber eine Funktion, die nur der Host hat. Und als nächstes sammeln wir nochmal Ergebnisse aus den Kleingruppen, aber in anderer Form. Wenn ich hier unten draufklicke auf diese Breakout-Session-Funktion, dann öffnet sich dieses Dialogfeld und ich könnte jetzt auch sagen, Sessions neu erstellen. Und wir haben gesehen, das waren hier 37 mit 4 bis 5 Leuten. Wenn ich sage, neu erstellen, dann haben wir das Speed-Dating nochmal neu zusammengewürfelt. Ja, also theoretisch wäre es auch denkbar, dass ich da manuell zuordne, aber ihr seht schon, das ist irgendwie unglaublich, das geht einfach nicht. Also ich kann nicht 182 Leute irgendwie manuell jetzt hier sortieren, undenkbar. Ja, soweit zu dieser Funktion, die wirklich super ist, um selbst bei großen Gruppen doch irgendwie sowas wie persönliche Begegnung zu ermöglichen. Der nächste Schritt wäre, dass wir nochmal was ausprobieren und zwar auch gleichzeitig nochmal sammeln Aspekte aus der Diskussion in den Kleingruppen. Und zwar nutzen wir dazu ein Whiteboard, nämlich hier Miro, das ich hier auch verwendet habe schon für die Präsentation. Ich zeige auch, wie ich das anlege. Das ist nicht ein kostenloses Tool, aber ein irgendwie doch spannendes und funktionierendes Whiteboard. Genau, für den Bildungsbereich wahrscheinlich kostenlos. Also ich habe einen kostenlosen Zugang bekommen. Da gibt es jetzt unterschiedliche tolle Vorlagen. Vielleicht machen wir es mal mit Vorlage, damit es irgendwie ein bisschen mehr Struktur bekommt, weil wir sind ja wirklich viele. Ich habe es noch nie mit so einer großen Gruppe probiert. Ich habe es mit 10, mit 20 probiert. Jetzt machen wir mal wirklich mit großer Gruppe und mit Vorlage. Und ihr seht schon, hier sind irgendwie hübsche Kärtchen. Das können wir dann überschreiben. Ja, kann man einfach drüber schreiben. Aber wenn man hier draufklickt, dann kann man eintragen die Aspekte, die diskutiert worden sind. Kann man einfach reinschreiben. Und ich will jetzt wirklich versuchen, dass dort 180 Leute mehr oder weniger gleichzeitig reinschreiben, aber bitte nicht kaputt machen. Also sagen wir mal so, nicht einfach so kreuz und quer, sondern versuchen wir, trotz dieser enormen Gruppengröße ein bisschen Struktur beizubehalten. Ich nenne das jetzt EBMOOC, weil da sind wir irgendwie. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, das Ganze zu teilen, nämlich hier Public Access to Board with Link und zwar nicht nur Can View, sondern auch Can Edit. Das heißt, über diesen Link, kopiert habe ich ihn noch nicht, Copy, dann den kann ich jetzt an alle weitergeben über den Chat. Also leider nicht klickbar im Moment, aber kopierbar, Copy and Paste, in den Browser. Dann hier, was hier drüber steht, einfach mal ausbessern. Und jetzt irgendwie nochmal sammeln Ideen zu den Formaten oder was sonst in den Arbeitsgruppen besprochen worden ist. Also Whiteboard in großer Gruppe. Ja. Ein bisschen in etwas kleineren Gruppen schaut das natürlich dann auch sortierter aus. Ja. Vielleicht dürfen wir jetzt bitten, aufzuhören. Alles so schön bunt hier, ja, ein passendes Zitat. Ja. Genau. Bitte innezuhalten. Und dann müsste man da natürlich wahrscheinlich ein bisschen nachputzen, weil das war jetzt für einige einfach auch ein Whiteboard-Spielzeug. So haben wir es ja auch jetzt angeboten. Das heißt, man würde einfach hergehen und da das eine oder andere jetzt, was wirklich nur sozusagen Spielform war, wieder rausnehmen. Nicht zweckdienlich, es ist eben die Frage, wofür. Also wir haben ja keine zweckdienliche, sozusagen streng zweckdienliche Vorgabe gemacht, sondern haben jetzt einfach einmal Spielen ermöglicht. Bisschen Rückmeldung aus den Gruppen war die Idee. Genau. Mhm. Also die Striche würde man da mal rausputzen und die leeren Zettelchen.
Und dann bleibt schon das übrig, ne? Ja. Dass man einfach, hoppala, jetzt habe ich aber ein wichtiges Set dann ausgepasst. Also es hat zumindest mal für mehr als 100 funktioniert, genau, die da drinnen waren. Klar, die Gruppe ist tatsächlich, glaube ich, auch zu groß dafür. Man könnte natürlich jetzt für jede Arbeitsgruppe, die wir hatten, könnte man ja auch so ein Whiteboard anbieten. Und wenn man das dann zu dritt, zu viert, zu fünft macht, dann ist es schon wieder ganz was anderes. Und man kann zum Beispiel Punkte setzen oder Symbole setzen. Also wenn man zum Beispiel gewöhnt ist, in einer Präsenzgruppe sowas zu machen wie, hier ist eine Aussage, positionieren Sie sich zu der Aussage. Ja? Oder wie sehr stimmen Sie dem oder dem zu? Oder solche Dinge kann man da machen. Das kann ich jetzt auf dem Padlet nicht so einfach tun. Oder kann mit Symbolen arbeiten, diese Symbole hin und her schieben. Gemeinsam hin und her schieben. Also es gibt schon Möglichkeiten, die zum Beispiel das integrierte Whiteboard von Zoom nicht hätte. Ja, da entsteht deutlich mehr Kritzelei auf so einem Whiteboard von Zoom. Und da habe ich halt so diese Pin, also diese Post-it-Funktion. Also was auch super ist, man kann zum Beispiel dort einfach Video- oder YouTube-Links einfach drauf posten und eine Sammlung zum Beispiel von Videos zu einem bestimmten Thema machen. Darf ich mal kurz fragen, Silvia Karl, wie das war? Weil da ist eine positive Meldung. Hat Silvia ein Mikrofon? Ich habe ein Mikrofon. Es hat halt gewimmelt und es war viel los, aber es hat jetzt nicht sehr geruckelt. Also ich vermute mal, auf einem Arbeitsrechner hätte das bei mir auch anders ausgesehen, aber auf meinem Rechner hier zu Hause läuft es super. Mhm. Also kann man sich vorstellen, das einzusetzen? Auf jeden Fall. Ideen zu sammeln oder was auch immer. Was man sicher tun würde, je nachdem, mit welcher Gruppe man das macht, dass man einfach anfangs mal die Funktionen erklärt, dass man anfangs nur mal sagt, schau, wenn man sozusagen da direkt in das Kärtchen schreibt, dann passiert das und das, so kann ich zeichnen. Und wenn ich das ein bisschen geordnet einleite, dann entstehen sicher geordnete Produkte. Aber wir spielen ja jetzt mal und das ist auch gut so. Ja, also ich finde, das schaut jetzt schon schön aus. Also ich sehe da würde ich jetzt gar nicht mehr so allzu viel da rausstreichen. Also genau. Das ist ja, ich meine, man muss sich ja mal vorstellen jetzt, 180 Leute, wir verteilen jetzt so viele Filzstifte und nochmal dreimal so viele Kärtchen und dann stellen wir uns an eine oder zwei oder drei Pinnwände, das bilden sich ja lange Schlangen hinter diesen Pinnwänden, bis da alle dran kommen. Oder allein 180 Personen in Arbeitsgruppen, so viele Räume hat kein Seminarhaus. Mhm. Und bis die wieder alle da sind, ist das Seminar zu Ende. Mhm. Weil die bleiben ja, die hören ja nicht auf, wenn es so nett ist und gemütlich zu plaudern. Und gleichzeitig muss man natürlich schon schauen, also ich sehe jetzt da im Chat, ja, ein zweiter Bildschirm ist hilfreich, ja, das ist richtig. Und nein, das war kein Tutorial, das war eine Ausprobierübung. Und Frust und Lust liegen nahe beieinander, weil einige nicht reinkommen sind oder es hängt. Ja. Ja. Und bei anderen doch gut und spannend, Wimmelbilder, dann doch hat nicht funktioniert. Andererseits, den Chat kann ja auch kein Mensch mitverfolgen. Ja. Außer man zieht ihn groß, also außer ich habe sozusagen einen zweiten Bildschirm und ziehe ihn groß oder einen dritten Bildschirm wieder hier und ziehe ihn dann groß, dann kann ich ihn mitverfolgen. Ja. Ja, es ist nicht immer alles für alle sofort verständlich und nachvollziehbar. Das ist aber auch in ganz normalen Präsenzseminaren so. Da werden auch Inhalte dann gebracht, die möglicherweise gerade so ein Stück weiter, zu weit weg sind von dem, wo ich noch einen Bezug herstellen kann, dass ich es nicht verstehe. So kann das jetzt hier auch ein bisschen mit den Tools passieren. Also ich habe da jetzt eine Frage dazu noch. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das allen klar ist und ob es mir klar ist auch jetzt. Ja. Aber so wie ich das, also wie das jetzt bei mir funktioniert hat, war sozusagen, ich habe den Link aufgemacht im Browser. Im Browser konnte ich diese Sachen machen. Aber das, was ich sozusagen auf dem Zoom-Bildschirm sehe, das ist einfach nur Chaos, wo ich natürlich nichts machen kann. Ja, weil der Zoom-Bildschirm nur... Weil der Zoom-Bildschirm ja nur der Bildschirm ist. Ja, quasi. ja genau. Das ist wie der Computer, der am Beamer hängt. Ja, genau. Und ich habe jetzt einfach diese ganzen Meldungen gehört, bei mir funktioniert es nicht oder so, ja, oder gesehen auch. Vielleicht ist, ich weiß jetzt nicht, ob das überall klar ist, dass ich sozusagen, wenn ich was tun will, muss ich im Browser machen. Ah, ja. Ja. Genau. Das glaube ich auch, ja. Ich glaube, ist vielleicht passiert, ja. Also ich habe es sicher nicht vergessen zu sagen, hier ist der Link, der jetzt in den Chat kommt und den bitte rauskopieren und dann kann man es bearbeiten.
Aber ich denke, das sind Lernprozesse, die wir jetzt alle machen. Und wir sind ja hier, um was zu lernen. Und wir lernen auch dabei, was nicht geht und werden vielleicht beim nächsten Mal das noch ausführlicher erklären. Und alle, die hier anwesend sind, lernen auch, okay, am Zoom-Bildschirm selbst kann ich nichts bearbeiten. Das ist eine externe Anwendung, die wir hier mit eingebunden haben. Okay. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es bieten sich mehrere Abzweigungen an. Ja, David, welche möchtest du nehmen? Ich möchte auf eine Meldung eingehen. Ingo meint hier, neigen wir nicht dazu, Webinare und Webkonferenzen zu überfrachten. Das ist genau das Ziel von diesem Webinar gewesen. Wäre die freche Antwort. Ja, wir hätten natürlich jetzt auch irgendwie nur sprechen können miteinander oder nur PowerPoint-Vortrag machen können. Aber wir wollten jetzt gerade ein paar Spielereien zeigen. Und das ist ja ganz klar, das muss und soll nicht in jedes Webinar rein. Das wär wirklich eine Überfrachtung. Aber in dem Fall war es ein Ziel. Verschiedene Sprachen ist ein super Ansatz. Ich zeige dazu ganz kurz was, weil ich auf alles vorbereitet bin. Erstmal gibt es eine Simultanübersetzung eine Dolmetschübersetzungsmöglichkeit in Zoom. Das heißt, man kann Dolmetscherinnen und Dolmetscher engagieren und dann kann man sich die Sprache auswählen, den Sprachkanal auswählen, den man hören will. Und das funktioniert super. Und ich hatte gezeigt, diese Weltkarte mit über 4 Kontinente, ich weiß es nicht, ja, war vielleicht beim vorletzten Webinar schon. Und da haben wir das verwendet und 2 Dolmetscherinnen irgendwo auf der Welt gehabt, die uns übersetzt haben. Andererseits wird aber auch demnächst eingebaut, automatische Übersetzung in Zoom, ganz ähnlich, wie ich das jetzt hier demonstriere, weil alles, was ich jetzt gerade sage, wird auf Englisch sofort übersetzt und es funktioniert eigentlich schon relativ gut. Das ist im Moment eine Funktion von PowerPoint, aber sowas ist angekündigt, dass es auch in Zoom und wahrscheinlich auch in andere Webkonferenzsysteme eingebaut wird. Und das ist natürlich eine ganz spannende Sache für Zugänglichkeit und für internationale Bildungsarbeit. Und eine sehr gute Übersetzung, ja, die da entsteht. Ich habe auch deutlich gesprochen. Ja, geht natürlich auch Deutsch auf Deutsch. Also allein wenn es live transkribiert wird, bedeutet das ja auch wieder Zugänglichkeit. Ja, es gehen alle Sprachen, also viele Sprachen, alle nicht, aber viele. Im Moment ist es in PowerPoint eingebaut, diese Funktion in vielen anderen Tools auch. Und noch nicht in Zoom, aber das wird in Zoom integriert werden. Immer schön sprechen. Immer schön sprechen, ja. Danke, Sabrina. Und ein gutes Mikrofon ist auch wichtig. Ja, dann versteht der Computer gut. Und Unterschied Mural Miro war eine Frage. Es sind wirklich ganz ähnliche Tools. Das ist, finde ich, fast Geschmackssache. Wobei ich Mural ein bisschen more user-friendly finde. Aber das muss man ausprobieren. Gibt es Breakout-Session auch die Möglichkeit, Untertitel zu verfassen, manchmal Audioprobleme und weiß ich nicht, glaube ich nicht, in der Breakout-Session eher nicht. Genau, Mikro ist tatsächlich wichtiger als Bild. Das ist richtig. Wir könnten natürlich ja sozusagen noch einmal was Einfacheres erlebbar machen, nämlich ein gemeinsames Schreiben auf einem Board, wo man noch einmal ein bisschen sammeln, was man mitnehmen kann, wenn ihr das wollt, ja, weil ich jetzt mir nochmal so diesen Chat vergegenwärtigt habe, wo doch. Ja, Monika winkt da gerade. Monika? Ist es okay? Ah, das war Zustimmung. Es war ein Zustimmungswinken, oder? Ja, genau. Super. Gern was ausprobieren. Wir probieren was aus. Wahrscheinlich kennen das jetzt schon viele. Aber das macht nichts. Alle werden es nicht kennen. Und wenn, dann vielleicht nicht in der großen Gruppe. Und zwar, also gestern
Bordnet war nicht gut erreichbar. Aber wir probieren es. EBMOOC. Wir machen ein Board mit dem Namen. Es geht. Wir haben es geschafft. Es ist da. Und jetzt ist die Idee, wir können da was reinschreiben. Sind die Fragen jetzt eigentlich passend oder sollen wir nochmal Fragen sammeln? Ich glaube, wir sammeln auch nochmal. Ich finde die erste Frage sehr passend, weil wir nur mal eine Viertelstunde Zeit haben, lieber David. Die zweite Frage ist vielleicht jetzt in der Eile. Habe ich schon weggeschrieben. Aber vielleicht, was ist noch offen? Ich meine, da können wir uns nochmal was rausholen dann und das eine oder andere dann mit aufnehmen. Da sind welche ganz schnell und brauchen den Link gar nicht kopiert, weil er so einfach ist. Und man kann einfach reinschreiben. Ne? Wenn man sich outen möchte, gibt man auf der rechten Seite seinen Namen an. Ja, man muss sich nicht outen. Aber man muss das nicht. Man kann auch anonym reinschreiben. Das ist hier im Gegensatz zum Chat ist das wirklich ganz, ganz anonym, dass man. Aber jetzt hat natürlich Boardnet vielleicht schon eine gewisse Herausforderung. Ja. Fühlt sich belastet, dieses Board? Fühlt sich belastet an? Ja, stimmt. Da kommen nicht viele rein jetzt. Uhu, ne? Das schaut nicht gut aus. Nein, wir sind flexibel und nehmen was anderes. Ich habe heute schon verwendet EduPad. EduPad, wenn das heute besser geht. Die sind immer ein bisschen unterschiedlich, gell? Ja, EduPad. Wir nehmen EduPad. Und wir machen ein Pad. Und wir... Aber man kann auch einfach auch über die Bildschirmfreigabe ein Whiteboard einblenden. Aber das ist dann halt ein Whiteboard mit den Vor- und Nachteilen, dass man das wahrscheinlich ähnlich erleben würden wie Miro. Stimmt. Was recht chaotisch gewirkt hat. Aber das ist natürlich ein schneller Zugriff. Es ist ein schnellerer Zugriff, natürlich. Wäre ein schnellerer Zugriff. Wenn wir jetzt nicht gerade Boardnet erwischt hätten, das heute gerade langsamer ist. Aber wir haben da ja schon im Chat einen neuen Link und jetzt schauen wir, ob es uns mit EduPad besser geht. Hopefully. Was nehme ich mit? Ich bin zuversichtlich. Schon schade, ja. Ich meine, wobei wir machen natürlich da gleichzeitig einen sogenannten Penetration-Test für alle möglichen Tools. Ja. Wir fahren die praktisch nieder und probieren, was noch geht. Sollen wir Google Drive probieren? Haben wir noch Zeit? Oder? Ist eigentlich 10 Minuten vor. Dann machen wir vielleicht. Aber es wird Spaß machen, oder so zu spielen. Also wenn ich so in die Gesichter schaue, habe ich so den Eindruck, dass der Spieltrieb ist. Wir machen Google Drive, ob wir da wirklich alle Platz haben. Ich will es wissen. Ja. Und es dauert überhaupt nicht lang. Also vielleicht ist Google da gut und das geht wirklich super schnell. Also ich kann jetzt hier auf ein neues Dokument anlegen. Ich kann dem den Titel geben, EBMOOC. Und dann ist es hier Freigabe. Also im Moment ist es nur für mich. Freigeben. So, was ist da los? Super. Warum mag das nicht? EBMOOC. Das mag immer. Ja. Wer weiß, was los ist? Offline-Änderungen werden zu. Also vielleicht hat das Internet gerade irgendwas, aber es ist wirklich noch nicht da. Vielleicht schaffen wir es endlich. Wir haben uns schon so lange vorgenommen, wir machen das Internet kaputt in einem unserer Webinare. Irgendwann schaffen wir es vielleicht noch, David. Ja. Wir machen das Internet kaputt. Also nochmal freigeben. Na, es ist irgendwie, ist irgendwas los. Aber das Tolle ist ja, Zoom ist so stabil mit so vielen Menschen. Doch, jetzt geht's. Ein letzter Versuch. Dann schubst du mal alles rüber, oder? Fertig. Von unserem. Jetzt geht's. Bearbeiten. Wird gespeichert. Jetzt bin ich echt gespannt. So, aber das gehört wirklich dazu auch. Ja? Also das ist irgendwie mal kurz vor Hack. Das ist halt so ähnlich wie die Bahn kommt da ein bisschen später an und man kommt irgendwie zu spät.
Also Link ist im Chat. So, sind jetzt hier schon und da haben wir jetzt die Diskussion von vorher. Ja, super, danke, bitte. Jetzt sind halt viele anonyme Tiere unterwegs daher. Ameisenbär, Quokka. Quokka kannte ich noch gar nicht. Delfine, Grizzlies und so weiter. Also falls jemand Interesse hat, kann man jetzt bei dem begonnenen Post von vorhin beginnen und weiterschreiben, wenn man ihn noch findet. Ja, wunderbar. Und wir erleben wieder einmal, die Google Tools sind halt sehr stabil mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, genau. Wenn man wirklich ein stabiles Tool haben möchte und nicht unbedingt eines, wo der Server in der Schweiz steht oder in Europa, dann... Dafür weiß jetzt Google alles von uns. Dafür weiß jetzt Google das alles. Ne? Genau. Genau, das andere hat irgendwie bunter gedeckt. Das ist hier irgendwie so mehr so nach Office, schaut das aus. Genau, das geht eigentlich auch beim iPhone. Aber nein, oder ich glaube, man muss die App installieren. Am iPhone muss man die App installieren. Ja, aber immerhin mit 76 gleichzeitig kann man hier schreiben. Unglaublich, wie schnell da Text entsteht. Hm. Das wäre auch mal was, wir machen irgendwie Lyrik oder so zu. Das ist eine gute Idee, wirklich einfach so ein bisschen die kreativen Nutzungsmöglichkeiten und auch künstlerischen im Blick zu haben, wenn man solche Tools probiert und auch anwendet. Ja. Wie bringe ich technikunaffine Menschen zu solchen Tools? Wie kann ich sie dafür motivieren? Also unsere Erfahrung ist einfach, dass das Motivierende ist, wirklich das, was man damit machen kann. Also für Menschen, die nicht diese Freude an den Tools und am Spielen und der Technik selber haben, ist das Motivierende einfach das, was man damit erreichen kann. Und nur so geht's. Da ist es halt ein Mittel zum Zweck und das nimmt man halt dann das Lernen des Mittels in Kauf, um den Zweck zu erreichen. Zum Beispiel ich will mit meinen Enkelkindern reden, obwohl sie mich nicht besuchen können. Auf diese Weise haben schon manche Menschen jetzt Videokonferenztechnologien einzusetzen gelernt, die das sonst jetzt nicht gemacht hätten. Ja, ich muss leider ans Abrunden denken, obwohl ich das großartig finde, da einfach weiter mitzulesen und mitzuschauen. David, gibt es was du, bevor ich sozusagen langsam zum administrativ-organisatorischen Abschluss dieses Webinars überleite, etwas, was du noch unbedingt sagen möchtest? Ja, ich find ganz wichtig, dass hier bestärkt wird, diese Idee des Ausprobierens im Chat. Wenn wir nämlich jetzt nur Sachen gemacht hätten, von denen wir vorher 100%ig sicher sind, dass sie funktionieren würden, hätten wir alle viel weniger gelernt. Ja, dann wäre es irgendwie 80 Minuten PowerPoint gewesen und 10 Minuten keine Fragen im schlimmsten Fall. Und sowas halt verspielt, experimentell. Und das war Teil der ganzen Geschichte, dass das nicht alles perfekt funktionieren muss. Aber wir sind einen Schritt weitergekommen, ja, bei der Anwendung und beim Erfahrungssammeln, was geht und was geht vielleicht nicht, wo muss man vielleicht noch was verbessern. Danke, David, und danke auch allen, die sich mit uns auf dieses Experiment eingelassen haben. Ich sehe da ganz viel Zustimmung zu deiner abschließenden Idee, David, und es ist einfach total fein, dass man sowas gemeinsam tun kann und sich auch auf diese Unperfektheit und dieses gemeinsame Experiment einfach entspannt einlassen kann. Das ist wirklich schön, weil wir sind in einer gemeinsamen Lernherausforderung gelandet, die wir nicht bestellt haben. Jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie wir damit gut zurechtkommen. Und ich glaube, diese Art des gemeinsamen Ausprobierens ist ein Weg, damit gut zurechtzukommen. Birgit, nochmal Lernherausforderung. Wir haben ja nicht nur Lernherausforderungen, wir haben globale Herausforderungen. Und auch in diesem Kontext, glaube ich, ist es notwendig, gewohnte Pfade ein bisschen zu verlassen. So ist es, David. Dankeschön für den größeren, weiteren Kontext noch einmal. Okay, administrativ ist an dieser Stelle noch zu sagen,
wenn Sie eine Teilnahmebestätigung brauchen für die Live-Teilnahme an diesem Webinar, dann darf ich Sie bitten, jetzt auf dem Link, der gleich eingeblendet wird, zu gehen, beziehungsweise die Links sind ja jetzt nicht klickbar aufgrund des letzten Sicherheitsfeatures in Zoom, sich diesen Link herauszukopieren, wo Teilnahmebestätigung steht, Martina hat den Link gerade reingestellt, sich diesen Link herauszukopieren, in Ihrem Browser einzufügen und dort dann die kleine Umfrage auszufüllen und dort eben Ihre Daten für die Teilnahmebestätigung einzugeben. Bitte nur, wenn Sie es wirklich brauchen. Und was ich sich auch noch herzlich bitten möchte, bitte geben Sie uns wieder Feedback. Wir lernen durch Ihr Feedback und an Ihrem Feedback. Es gibt einen zweiten Link, den Martina jetzt schon zum DigiTalk da in den Chat gestellt hat. Das ist dieser OGDEA6JK. Bitte auch diesen Link herauszukopieren und später zu verwenden, um uns Feedback zu geben und unsere kleine Feedback-Umfrage auch auszufüllen. Wir werden uns wieder bemühen, dass wir die Aufzeichnung dieses Webinars so zeitnah wie möglich einfach online stellen. Man findet die Aufzeichnung des Webinars dann dort, wo wir auch den Livestream gebracht haben, beziehungsweise im EBMOOC Plus in der Einheit 8 werden wir die Aufzeichnung auch bringen. Und Martina hat bereits den Link in den Chat gepostet, wo man die Aufzeichnung dann auch noch einmal nachschauen kann oder vielleicht mit jemandem teilen kann, der sich vielleicht auch noch für so etwas, wie wir das hier gemacht haben, interessieren könnte. Vielen lieben Dank. Es ist jetzt in der Reihe EBMOOC Plus unser letztes gemeinsames Webinar gewesen. Aus diesem Anlass möchte ich auch recht herzlich einladen, unsere DigiNews zu abonnieren. Wir haben im Bereich DigiProf Erwachsenenbildung.at einen Newsletter für digitale Themen in der Erwachsenenbildung, sodass Sie weitere DigiTalks nicht versäumen, wenn Sie das möchten. Wir versprechen, niemanden zu spammen. Das heißt, wir werden nur selten etwas ausschicken, dann dafür aber handverlesenen Content wirklich zur digitalen Professionalisierung in der Erwachsenenbildung. Wenn Sie sich dafür interessieren, würden wir uns freuen, wenn Sie diese News, die DigiNews, auch abonnieren. Ja, es war schön, Sie in diesem Webinar auch wirklich zu sehen. Hat mich auch sehr gefreut und ich denke, es ist einfach eine Bereicherung in dieser Zeit, viele Kolleginnen und Kollegen auch sozusagen von Angesicht zu sehen. Ich wünsche Ihnen, dass diese kommende Zeit für Sie nicht nur Herausforderungen, sondern auch viel Lernfreude und insgesamt auch viel Schönes beinhaltet. Wir starten in den Frühsommer, kann man fast sagen. Nicht? Also der Mai steht vor der Tür. Das ist ja irgendwie eine sehr schöne Bedingung für die Situation, die wir halt jetzt vorfinden. Aber wenigstens steht der Mai vor der Tür. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen also wirklich schöne Wochen und Monate auch, die vor Ihnen liegen. Und alles Gute und jetzt einmal halt einfach einen schönen Abend. Vielen lieben Dank. Wiedersehen.